Heute, am 6. August 2012, hat die US-Raumsonde Curiosity, zu Deutsch Neugier, ihr Ziel erreicht, den Mars beim äquatornahen Einschlagkrater Gale auf der Südhalbkugel. Wir befinden uns hier im virtuellen Mission Control Zentrum. Nach der erfolgten Landung ruhen sich viele Mitarbeiter erst einmal von der Anspannung aus und wir nutzen die Gelegenheit, Ihnen, lieber Zuschauer, die Abläufe der Landung zu zeigen, so wie sie sich abgespielt haben könnten. Zu diesem Zweck haben wir die Mission im 3D-Studio nachgestellt. Am Marsmond Phobos vorbei näherte sich Curiosity dem Planeten. Mit dem Eintritt in die dünne Marsatmosphäre waren die Missionskontrolleure aufs Zuschauen beschränkt, weil Funkbefehle 14 Minuten brauchen, bis sie den Mars erreichen. Nach 4 Minuten Abbremsen war der Hitzeschild weißglühend. Fallschirme wurden herausgeschossen, um die Geschwindigkeit weiter zu reduzieren. 30 Sekunden später wurde die Landestufe vom Hitzeschild getrennt und die restliche Abbremsung bis zum Stillstand auf der Oberfläche übernahmen Raketentriebwerke. Wegen der dünnen Atmosphäre ist eine weiche Landung mit Hilfe von Fallschirmen nicht möglich. Airbags können wegen Curiosity's hoher Masse von 900 Kilogramm nicht eingesetzt werden. In der Realität wurde Curiosity von der Landestufe in drei Seilen hängend 7 Meter abgelassen, bis die Räder den Boden berührten. Curiosity ist praktisch ein Feldlabor auf 6 Rädern, groß wie ein Personenwagen, wie es bislang jenseits der Erde noch nie zum Einsatz kam. Mit den Geräten lassen sich detaillierte chemische Analysen durchführen, um die Frage nach Leben auf dem Mars endgültig zu beantworten. Nach der Landung durchlief Curiosity seine Aktivierungssequenz, nahm unter anderem erste Bilder seiner Umgebung auf und machte sich auf den Weg zur Exploration. Curiosity soll herausfinden, ob sich in den Gesteinen und Böden Spuren solcher organischen Stoffe finden, die eine Voraussetzung für Leben sind, wie wir es kennen. Bei früheren Missionen konnte man solche Spuren nicht zweifelsfrei finden. Die Sonde soll sich insbesondere im Landegebiet des Kraters Gale rund 2 Jahre aufhalten. Wenn alles glatt geht, wird uns Curiosity faszinierende Einsichten in die geologische Geschichte des Mars bieten. Auch visuell dürfte die Mission für eindrucksvolle Panoramaaufnahmen sorgen. Im Übrigen können Sie, lieber Zuschauer, schon einen Blick in die Zukunft des Planeten Mars werfen, wenn Sie dieses Buch lesen. Professor Allmann und die verschwindende Realität. Für alle, die lieber Sachbücher mögen, kann ich folgende Neuerscheinung empfehlen. Der Widerhall des Urknalls, Spuren einer allumfassenden, transzendenten Realität jenseits von Raum und Zeit. Das war für Sie Tom Morgan aus dem virtuellen Mission Control Zentrum der Raumsonde Curiosity.